Wäre. Irgendwas Historisches, von großer wissenschaftlicher Bedeutung. Das würde ich ins Museum bringen, na, die würden aber Augen machen. Und schöner Jüngling, Dank! Dank dir für meine Erlösung! Sind Sie von der Leinkunstgruppe? Ich bin aus diesem, dreimal sei es verflucht, aus diesem Gefäß! Ach, 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 ach! Sie wollen mir wohl einen Bären aufbinden. Das Gefäß war verhältnismäßig klein. Und Sie sind, wie ich feststelle, ziemlich groß. Du glaubst mir nicht, du Nichtswürdiger? Oh, verzeih mir. Verzeih mir, mein edler junger Retter. Wissen, mein Freund, ich bin es nicht gewöhnt, dass man an meinen Worten zweifelt. Auf Befehl des großen Tschirdes, des obersten Tschin, wurde ich in dieses Gefäß eingemauert, zur Strafe, weil ich ein eigenwilliger und ungehorsamer Tschin war. Tschin? Das ist doch ein amerikanisches Getränk. Ich bin kein Getränk, du wissbegieriger Jüngling. Ich bin der angesehene, große und mächtige Zauberer Hassan Abdurrahman ibn Khattab, das heißt Sohn des Khattab. Meine Hose ist ja auf einmal ganz. Ein Wunder. Du übertreibst. Eine solche Kleinigkeit ist für mich kein Wunder, sondern eine Spielerei. Oh. Ach, entschuldige bitte. Ich habe leider noch nicht die große Ehre, deinen edlen Namen zu kennen. Ich heiße Volker. Volker. Und jetzt sage bitte, wie heißt dein verehrungswürdiger Vater? Ich möchte es wissen. Nenne mir den schönsten seiner Namen. Er ist wirklich verehrungswürdig. Denn er hat der Welt einen solchen Sohn geschenkt, einen so außergewöhnlichen Sohn. Vater heißt Alexei, aber so nennt ihn keiner. Überall heißt er Aljoscha.
Aljoscha. So wisse denn, du hochverehrter Volker, eben Aljoscha, dass ich ab heute jeden deiner Befehle ausführen werde, da du mich errettet hast aus meinem tausendjährigen Kerker. Meine Dankbarkeit kennt keine Grenzen. Also dann bist du der Djinn. Der Djinn aus Tausend und einer Nacht? Ja, ja. So eine Überraschung. Ja. Ich komme zu spät zur Prüfung. Beruhige dich, mein Volker, beruhige dich. Du kommst nicht zu spät zur Prüfung. Du wirst vielmehr mit deinen Kenntnissen und deinem Wissen deine Lehrer und deine Mitschüler in Erstaunen versetzen. Na, ich glaube, sie werden gar nicht erstaunt sein. Weißt du, in Geografie, ehrlich gesagt, schaffe ich höchstens eine 4. In der Geografie? Sei ohne Sorge. Unter allen Schins gibt es keinen besseren in Geografie als deinen ergebenen Diener. Ich werde dir schon die richtigen Antworten auf alle Fragen vorsagen. Soll es deine Lehrer dann nur wagen, dich nicht auszuzeichnen, einen so guten Schüler wie du es bist, dann können sie was erleben. Ach! Ich werde sie verwandeln in ekelhafte, schorfige Schakale und in widerliche Kröten. Doch das wird nicht nötig sein. Du wirst sehen, alle werden überrascht sein und hoch entzückt von deinen klugen Antworten. Vielen Dank, Hassan Rotavitsch. Aber weißt du, wir Pioniere sind dafür nicht zu haben. Wir kämpfen nämlich organisiert gegen das Vorsagen. Organisiert? Ich gebe dir mein Wort, dass kein Mensch mein Vorsagen hören wird. Aber unsere Lehrerin hat ein sehr feines Gehör. Wenn Hassan Abdurrahman im Mukhatab gesagt, dass es niemand hören wird, dann hört es auch niemand. Denn siehst du, alles, was ich dir vorsagen werde, geht für die anderen unhörbar aus meinem Munde in deine Ohren ein. Du wirst nicht eine Sekunde nachzudenken brauchen. Du hörst die Frage und dein Mund wird ohne zu zögern antworten. Also gut. Einverstanden. Nur müsstest du dir vielleicht was anderes anziehen. Dein Anzug ist ein bisschen unmodern. Komm! Zieh dich an wie mein Großvater. Aha. Na? Genau wie mein Großvater. Aber die Schuhe. Ich habe Hühneraugen, ein paar garstige Hühneraugen, verstehst du? Und für einen Greis, dessen Hühneraugen mehr als 2000 Jahre alt sind, ist das die beste Fußbekleidung. Also, Kastilkopf, dann erzähl uns einmal alles, was du über Indien weißt. Die Indische Union gehört zu den größten Staaten Asiens. Sie hat eine Bevölkerungszahl von 377 Millionen. Das große Indische Reich befindet sich fast am äußersten Rande des Erddiskus. Das Indische Reich befindet sich fast am äußersten Rande des Erddiskus. Erddiskus? Das Erddiskus. Im Osten und auch im Norden grenzt Indien an ein ungeheures Reich, in dem Menschen wohnen, die alle glatzköpfig sind. Im Osten und im Norden grenzt Indien an ein ungeheures Reich, in dem Menschen wohnen, die alle glatzköpfig sind. Was ist mit dir, Kostilkopf? Hast du Zahnschmerzen? Dann halte die Hände so, wie es sich gehört. Deine Pioniergruppe rutscht da mächtig ab, Svetka. Und das freut dich natürlich, Giftpilz. Kümmere du dich lieber um dich, du hast es nötig. Was du uns da soeben über Indien erzählt hast, Kostilkopf, ist die überholte Wissenschaft des Altertums. Du weißt doch, die Erde ist kein Diskus, sondern eine Kugel. So ein Unsinn, wenn die Erde eine Kugel wäre. So ein Unsinn, wenn die Erde eine Kugel wäre. Würde alles Wasser hinunterfließen und die Menschen würden elendiglich verdursten. Würde das Wasser hinunterfließen und alle würden elendiglich verdursten. Aber die Erde hat die Form eines flachen Diskus und wird von einem gigantischen Fluss, der Ozean genannt wird, von allen Seiten umspült. Die Erde wird von 6 Elefanten getragen, die auf einer riesigen Schildkröte stehen. So ist die Welt beschaffen. Vom Standpunkt der Wissenschaft aus betrachtet. Der Wissenschaft des Altertums. Nicht des Altertums, sondern der einzig wahren Wissenschaft. Nicht des Altertums, sondern der einzig wahren Wissenschaft. Ich glaube, Kostilkopf, du hast Fieber.
Komm am Montag wieder. Was hast du gesagt, o Hochverehrte? Was hast du gesagt, o Hochverehrte? Natürlich hat er Fieber. Geh nach Hause, mein Junge, und komm am Montag wieder. Barbara Stepanowna, darf ich mit ihm sprechen? Was hast du viel Quatsch erzählt? Hast die ganze Pioniergruppe blamiert. Bist du wirklich krank? Ich bin nicht krank. Ich erzähle dir später alles. Später, später. Ich will dir mal was sagen, mein Lieber. Wenn du nicht krank bist, dann war das eine große Gemeinheit. Das war keine Gemeinheit. So kommst du nicht davon. Darüber unterhalten wir uns im Gruppenrat. Leise, Schienja, leise. Ach was, warum soll ich leise sein? Hab ich etwa in der Prüfung... Dummkopf. Bist selber einer. Schienja! Schienja! Die wichtigsten Städte sind Delhi, Bombay, Hyderabad, Lahore, Kalkutta, Rangoon und Bangkok. Na und? Wie war es, schönste aller Lernenden? Wie war es in der Prüfung? Hast du sie in Erstaunen versetzt? Deine Lehrer und Mitschüler? Das kann man wohl sagen. Und mir schien es zuerst, als wäre diese weißhaarige Frau mit deinen Antworten nicht so ganz zufrieden. Wie kommst du denn darauf, Hassan Rotari? Ich hätte sie sofort in einen Holzklotz verwandelt. In einen Holzklotz, verstehst du, auf dem die Fleischer ihre Arme zerteilen. Wenn ich nicht gemerkt hätte, dass sie dir die größte Ehre zuteil werden ließ, als sie dich höflich zur Tür begleitete. Friede sei mit dir. Natürlich sei Friede mit ihr. Sag mal, Volka, was wollte dieser Jüngling Schenja eigentlich? War er nicht damit ich umgezogen zu dir? Ach, nichts weiter. Er wollte mir nur mal ins Gewissen reden. Sei mir nicht böse, aber ich möchte nicht, ich weiß nicht... Ich verstehe, verstehe. Niemand wird mich in deiner Wohnung sehen. Hey du, komm mal her! Was war denn das für ein Tatterkreis, mit dem du eben gesprochen hast? Du, das war kein Tatterkreis. Das war ein Bekannter von meinem Vater aus Taschkent. Weißt du was? Ich werde deinem Vater gleich erzählen, was dein liebes Söhnchen heute für Kunststücke in der Prüfung gemacht hat. So? Da hast du aber kein Glück, mein Vater ist auf einer Dienstreise. Dann werde ich es eben deiner Mutter erzählen. Die freut sich genauso. Du bist ein ganz gemeiner Kerl. Es wird Zeit, dass du mal wieder eine ordentliche Tracht Prügel kriegst. Na, na, gib nicht so an. Bloß nicht zu wütend. Ich hab das doch nur so gesagt. Wie war das noch, du Dummkopf? Glatzköpfige Menschen. Haha, glatzköpfige Menschen. Au! Dieser rücksichtslose Jüngling. Du es, Rotavitsch? Ich bin es, mit deiner Erlaubnis. Und wo steckst du denn? Auf dem Schrank, mit deiner Erlaubnis. Weshalb bist du denn da raufgeklettert? Damit mir niemand mehr auf die Hühneraugen treten kann. Ich habe mich noch nicht wieder erholt. Dieser nichtswürdige Jüngling. Was für ein Jüngling? Mit dem du soeben gesprochen hast. Ah, der Giftpilz. Dieser Giftpilz hat mir auf mein Hühnerauge getreten. Ein ekelhafter Jüngling. Er ist ein richtiger Giftpilz. Ein Lügner und Petzer. Wir haben schon alles mit ihm versucht, aber er erinnert sich nicht. Nichts zu machen. Das überlasse nur mir, mein Volka. Du bist schon da? Ah. Wohl wieder zu lange gebadet, wie? Können wir noch nicht essen, Mutter? Ich habe Hunger. Du? Ein Bärenhunger. Das höre ich gern. Was gibt's denn heute? Du wirst schon sehen. Ich wasche mir nur noch schnell die Hände, dann komme ich. Gut. Hör zu, Rotavitsch, du darfst nicht aus dem Zimmer gehen. Ich höre und gehorche. Dich, Goga, auch Giftpilz genannt, belege ich zur Strafe mit dem kleinen Zauber.
Und Varvara Stepanowna sagt zu ihm, was erzählst du da für einen Unsinn, du Dummkopf? Da antwortet er vom Standpunkt der Wissenschaft aus, so ein Idiot. So ein Was hast du denn? Oh, Mama! Was ist denn, mein Junge? Was hast du? Weißt du, Mama, ich wollte nur sagen, dass Volker... Was ist mit dir? Was hast du, Goga? Ja, bitte? Hallo. Wer ist denn dort? Hallo. Sie ist noch da. Er hat ihr noch nichts getan. Dummheiten. Hallo? Ja, Varvara Stepanowna. Sprich doch ein bisschen lauter. Lauter, aber ich schreie doch schon. An unserem Apparat muss irgendwas nicht in Ordnung sein. Geht es dir jetzt besser? Ja. Das ist aber schön. Hör mal zu, Volka. Dein Freund Schenja ist plötzlich verschwunden. Weißt du vielleicht, wo er sein könnte? Ja. Wenn du etwas von ihm hörst, rufe bitte so mich oder seine Eltern an. Sie sind in Sorge um ihn. Aber vergiss es nicht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Varvara Stepanowna. Hast du die Absicht, eine Reise zu machen, Volka? Schenja ist verschwunden. Wenn er nur nicht ertrunken ist. Er hat gesagt, er wollte nach der Prüfung baden gehen. Er ist nicht ertrunken. Woher weißt du das? Wie sollte ich denn nicht wissen, wo er ist? Hast du ihm vielleicht was getan? Nun, ich beförderte ihn weit, sehr weit fort. Nach dem Süden. Und ich vermute, dass man ihn dort in die Sklaverei verkauft hat. Macke dir jetzt drohen, so viel er auch will. Oh, mein Volka. Was hast du nur angestellt? Bring ihn sofort zurück auf der Stelle. Ja, aber er wird dir dann doch wieder in dein Gewissen reden wollen. Soll ihn nur, wie konntest du dir sowas ausdenken, einen Menschen in die Sklaverei zu verfrachten? Ja, ich... Du bringst ihn sofort zurück, hörst du? Ich höre und gehorche. Sogleich, sogleich. Sogleich. Noch einen Augenblick, oh Volka. Geduldet dich noch einen Augenblick, dein Freund wird sogleich erscheinen. Hm? Nun? Oh Schande, oh Schande, oh Schande, oh Jammer, oh Jammer, Schande über den armen Schinn. Diese tausendjährige Untätigkeit, sie wirkte sich verheerend auf meine Fähigkeiten aus. Ich kann deinen Freund Schenja nicht wieder zurückbefördern. Ich habe alles vergessen, ich kann es nicht. Bitte denke nochmal nach. Wenn du ihn in die Sklaverei gebracht hast, musst du ihn auch zurückholen. Ich wollte doch nur dein Bestes, oh Volka. Aber warte, da fällt mir ein Mittel gibt es noch. Was für ein Mittel? Den fliegenden Teppich. Man könnte deinen Freund Schenja mit dem fliegenden Teppich holen. Ja, meinst du? Ja. Ganz schnell komm. Ja, komm. Das habe ich mir schon immer gewünscht, mal mit dem fliegenden Teppich zu fliegen. Ach, mein Pantoffel, mein Pantoffel. Mit einem gewöhnlichen Flugzeug bin ich schon geflogen. Ui, Vorsicht, weil ich! Ein Loch! Oh, das haben wir gleich. Und was machen wir mit meiner Mutter? Die sorgt sich doch um mich, wenn wir wegfliegen, ohne ihr was zu sagen. Aber wenn sie es erfährt, dann lässt sie mich nicht weg. Darum brauchst du dir keine Sorgen zu machen, mein hochverehrter Volka. Ich gebe dir das Versprechen, während deiner Abwesenheit wird sich niemand an dich erinnern. Auch nicht deine Mutter. Hast du eine Ahnung? Du kennst meine Mutter nicht. Und du kennst Hassan Abdurrahman ibn Khattab nicht. Ach, diese verfressenen Motten.
höre, Volta eben, Aljoscha. Ich höre und stehe zu deinen Diensten. Ich versuche die ganze Zeit, mich zu erinnern, wie man entzaubert. Wünschest du etwas, mein Lieber? Ich falle! Oh, jammer, oh, jammer. Danke, Rotarisch. Danke, lieber Rotarisch. Schon gut. Ah. Der arme Schiene ist jetzt ganz allein. Allein. In der Fremde. Ohne Freunde. Der Arme muss sich jetzt so quälen. Er stöhnt und jammert, der Ärmste, er stöhnt und jammert. Meine Knochen. Dankeschön. Ich denke, du hast sicher Hunger. Möchtest du Bananen? Danke. Dankeschön. Vielen Dank, Freunde. Ah! Oh! Was ist mit dir? Vorsicht! Halte dich fest, ich helfe dir. Komm her! Oh, Volker. Ich habe mich erinnert, wie er entzaubert werden kann. Nur einen Augenblick, Volta. Gleich werden wir deinen Freund hier haben. So, was habe ich gesagt? Xenia! Volta, du? Wir sind mitten in den Wolken. Rotarisch, wir wollen höher fliegen, höher über den Wolken. Was ist das für ein Ding, worauf wir fliegen? Sieht fast wie ein fliegender Teppich aus. Ja, es ist ja auch ein fliegender Teppich. Fliegende Teppiche gibt's nur im Märchen. Von wegen. Warum fliegen wir nicht höher, Rotarisch? Oh, Jammer. Mein Bart ist nass geworden. Na wenn schon, das ist doch weiter kein Unglück. Kommt mir nicht ganz geheuer vor, Volka. Holst du Kuckuck, wenn wir jetzt plötzlich abstürzen? Ein nasser Klecks bleibt von uns übrig, nichts weiter. Mein Bart ist feucht geworden. Jetzt bin ich so machtlos wie ein Kind. Oh, Jammer. Wie soll ich denn jetzt noch zaubern? Dazu braucht man trockenes Haar. Vor allem Ruhe bewahren. Ich habe gelesen, dass man bei Ballons in solchen Fällen den Ballast abwirft. Das werde ich also als erstes machen. Lebt wohl, meine indischen Bananen. Oh. Noch schlimmer enden können. Thank you.
Oh, wir sind verloren. Wir sind in den Palast eines mächtigen Herrschers geraten, Freunde. Und mein Bart ist nass geworden. Ich bin machtlos. Oh, wir Unglücklichen, was sollen wir anfangen? Jetzt kommt die Wache und köpft uns. Was soll ich tun? Ich arme Chin. Allah. Ich hab nur Unglück. Das ist ja auch ganz nass. Klitschnass. Du Volker, wer ist dieser komische Alte? Ist der nicht normal? Phase von irgendwelchen Herrschern. Dieser Alte ist ein Zauberer. Ein richtiger Djinn. Ach, Unsinn. Er hat mir heute Morgen bei der Prüfung auch alles vermasselt. Wieso denn? Sag's aber nicht weiter. Er wollte alle Lehrer verzaubern, wenn sie mich in Geografie durchfallen lassen. Sag mal, mein Lieber, ich glaube, das ist mein Handtuch. Oh, Lasset Gnade walten, o edler, großmächtiger Herrscher. Ich flehe euch an, lasst nur mich allein köpfen und schone diese zarten Jünglinge. Rotavic, steh auf und rede keine Dummheiten. Nein, ich stehe nicht auf. Ich stehe nicht auf. Bevor nicht dieser hochherzigste, gnädigste und schönste aller Sultane dem armen Chin sein Wort gegeben hat, das Leben seiner Freunde zu schonen. Aber Alterchen, warum beleidigst du mich? Was bin ich denn für ein Sultan? Ich bin ein einfacher Sowjetmensch wie du. Der Burmeister Jafar Ali Muhammedow. Kennst du Baku? Nein. Bibi Aibat auch nicht? Nein. Liest du keine Zeitungen? Nein. Weshalb kniest du denn? Das ist würdelos und unbequem. Ein Augenblick bitte. Ich wollte Ihnen nur sagen, Sie dürfen seine Worte nicht ernst nehmen. Er ist ein bisschen. Und außerdem sind wir sehr müde und ganz nass. Ihr seid wohl vorhin vom Regen überrascht worden. Aber ich bin auch in den Guss geraten. Und wie? Der Alte wird sich einen Schnupfen holen. Ich weiß nicht, du kommst mir irgendwie bekannt vor. Bist du aus Baku? Nein. Du siehst fast aus wie mein Vater. Nur wird der wohl ein paar Jahre älter sein als du. Er geht ins 83. Ich mache dich darauf aufmerksam, allmächtigster aller Herrscher, dass ich bereits ins 3733. Lebensjahr gehe. Natürlich, mein Lieber, natürlich. Trotzdem hast du dich gut gehalten. Ich würde dich höchstens auf 75 schätzen. Aber wir wollen erst mal essen, schlage ich vor uns. Aufwärmen und ausruhen. Hier müssen wir lang. Übrigens haben wir viele Sultane, nicht nur einen. Jeder, der arbeitet, ist ein Sultan, verstehst du? Aber trink doch. Lass den Tee nicht kalt werden. Ich bin ein Sultan. Und die Eltern von Volka und Schenja auch. Und Wascha ist auch ein Sultan. Weißt du, warum er ein Sultan ist, unser Wascha? Er ist ein berühmter Bergmann. Wascha Kasantsev. Der Neuere. Der beste Heuer des Gebiets. Jafar, hör auf damit. Was soll das? Du willst demnach sagen, Jafar Ali ibn Muhammad. Es gibt berühmte Bergmänner? Du machst dich doch über mich lustig. Vielleicht erzählst du mir noch, es gibt berühmte Hirten. Natürlich gibt es die, nicht wahr, Wascha? Berühmte Schuster. Berühmte Schneider. Berühmte Weber. Ich weiß gar nicht, weshalb du darüber lachst. Sie werden es schon sehen. Es ist die Wahrheit, wirklich. Und nun ins Bett mit euch. Es ist höchste Zeit. Zeig mir mal deine Zunge. Ganz normal. Der Puls ist normal. Das Herz ist ganz in Ordnung. Und wie ist die Verdauung? Die ist auch normal, Herr Doktor. Und seit wann hat er... Welter? Seit gestern, Herr Doktor. Nun, mein junger Freund, erzähl mir mal, wie hat es begonnen? Was gibt's da zu erzählen? Es kam wie ein Blitz. Also, ich sagte zu Mama, das ist Volker Kastelkopf. Ein frecher Junge aus seiner Klasse, er wohnt auch hier im Haus.
Und weiter, 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 weiter? Naja, ich sagte zu Mama, das Wolke, dieser dumme Wolke, wow! 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 Hören Sie sich das an? Ist das nicht furchtbar? Ob es wohl die Nerven sind? Eine Neuralgie? Hm? Neuralgie? Vielleicht verschreiben Sie ihm irgendwelche Tabletten. Oder wie wäre es mit einem Abführmittel? Geduld, Verehrteste, etwas Geduld. Ich muss überlegen. Die Fachliteratur noch mal einsehen. Das ist ein ganz außergewöhnlicher Fall. Ich würde also dazu raten... Ich denke, ich werde ihm einige Tage Bettruhe verordnen. Nicht aufstehen. Nicht aufstehen. Zeig mir noch mal deine Zunge. Das ist ein ganz seltener Fall. Was soll man da noch machen? Ganz ruhig bleiben. Also... Ah, schon wieder! Frau Tavitsch, kannst du dich an das Buch erinnern, das ich gelesen habe, bevor wir von Moskau weggeflogen sind? Ob ich mich an das Buch erinnere, dem du deine Aufmerksamkeit zu schenken geruhtest? Du beleidigst mich, mein Verehrtester. Könntest du das Buch wohl hierher zaubern? Nichts ist leichter als das. Hör mal, du müsstest doch schon längst im Bett liegen zu so später Stunde. Ich kann sowieso nicht schlafen. Oh, das ist aber traurig. Schlaflosigkeit bei einem so jungen Menschen. Schlaf dich aus. Ist doch schon in der Nacht trocken geworden, Wolka. Da, siehst du? Wenn wir damit nach Moskau fliegen könnten, das wäre schön. Tja, das wäre was. Der Schlafanzug. Du hast ja den Schlafanzug aus dem Erholungsheim mitgenommen. Oh Schreck, oh Schreck.
Sieh an, der Muhammedow hat schon wieder ein Paket bekommen aus Baku. Was für schöne Sachen. Oh. Wein. Du, niemand von den Fahrgästen beachtet uns. Als wären wir schon auf dem Flugplatz mit eingestiegen. Potapytsch kann alles. Ein großer Zauberer. Das Meer da. Das hat mein Onkel gebaut. Das Meer? Mhm. Dein Onkel? Mein Onkel. Willst du mir weismachen, dass du ein Neffe Allahs bist? Ja, mein Onkel Nikitin Petrovich war das. Er führt einen Schreitbagger. Jetzt baggert er das Kübische von mir aus. Oh, mein Verehrter. Ich habe dir so vertraut, Volker. Und nun willst du mich auf einmal so schamlos belügen? Volker sagt die Wahrheit. In der Zeitung war sogar ein Bild von seinem Onkel. Das hat er ausgeschnitten. Ich werde es dir zu Hause zeigen. Ich muss ja sagen, dieser Luftwagen ist sehr bequem und sehr schnell, aber mir gefällt nicht, dass er solchen Lärm macht. Das kann man leider nicht ändern. Das ist der Lärm vom Düsentriebwerk. Kann man nicht ändern? Hat Rotavitsch wieder ein Haar ausgerissen? Rotavitsch, hast du dir wieder ein Haar ausgerissen? Ich wollte nur eines, schönster und verehrungswürdiger Volker. Etwas kürzer. Ich wollte nur eines, oh Volker. Nein, noch kürzer. Ich wollte doch nur, dass der schreckliche Lärm aufhört. Sage mir, Verehrtester, habe ich mich nun kurz genug ausgedrückt? Du bist ein Schafskopf. Wie? Mach sofort, dass sie wieder aufsteigen. Sonst stürzen wir doch alle ab. Wie meinst du das? Ich werde es dir später erklären. Wenn du dich nicht beeilst und wie man Hand umdrehen platt wie die Flunder. Bitte, 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 Verehrtester. Es soll alles wieder werden wie vorher. Gestatte mir eine Frage, Ulka. Was bedeutet eigentlich das Wort Schafskopf? Das Wort bedeutet... Es bedeutet so viel wie ein Weiser. Aha. Oh. Oh. Ach, ich muss doch telefonieren. Was hindert dich denn daran, Ulka? Die vielen Menschen. Bitte? Wo ist denn der Schlitz? Kein Schlitz, nicht der kleinste Riss ist da. Alles ist sehr gewissenhaft gemacht, aus einem einzigen Stück kostbarstem Marmors. Und da innen ist auch Marmor? Ja, natürlich. Für meine Freunde ist mir nichts zu schade. Komm, wir gehen, Jeanette. Das versteht er nicht. Du bist mir ein Konstrukteur. Wie soll er denn telefonieren, wenn da nichts drin ist? Ja, aber erlaube mal, was soll denn da drin sein? Komm nach Hause, Rotavitsch. Wir wollen uns vor den Leuten nicht blamieren. Ich bitte dich, sei mir nicht böse, mein gestrenger Volker. Möchtest du vielleicht ein schönes Flugzeug haben? Auch aus einem Stück Marmor, was? Bei so einem Flugzeug müsste man Ochsen vorspannen. Statt deinem ergebenen Diener Vorwürfe zu machen, solltest du ihm lieber erklären, wie es gebaut wird. Weißt du, das kann man nicht so einfach erklären. Dazu muss man Schulen besuchen und fleißig studieren. Und du kannst ja nicht einmal lesen. Dann wirst du mir diese Wissenschaften alle beibringen, du mein junger Schafskopf. Was hast du gesagt? Wer ist ein Schafskopf? Das selbstverständlich du. Du bist über deine Jahre hinaus weise. Firma Rotavitsch, nenne mich nie wieder einen Schafskopf, nein? Oh, ich schätze deine Bescheidenheit, mein Volker. Aber um eines bitte ich dich. Lehre mich diese erhabenen Wissenschaften, die den Menschen eine so erstaunliche Zauberkraft über die Dinge verleihen. Ich weiß ja selbst noch nicht viel. Dann erkläre mir doch bitte das, was du weißt. Dann musst du mir aber versprechen, pünktlich deine Schularbeiten zu machen. Ah ja, ja, das mache ich. Also gut. Xenia, wo bist du gewesen? Deine Mutter sucht dich. Ich komme gleich wieder. Pass mal auf.
Jetzt weiß ich, was ich dir schenke, mein Volka. Schon wieder ein Geschenk? Für dich scheue ich keine Mühe. Bitte? Das ist ja ein richtiges Schloss. Ganz recht, mein Volka. Das ist der schönste Palast, den Harun al-Raschid besessen hat. Und wer wohnt da drin? Noch niemand. Es gehört dir, mein Volka. Mir? Ja. Es darf niemand den Palast sehen. Und uns auch nicht. Ja. Und niemand von diesen Leuten soll sich daran erinnern. Ich höre und gehorche, meine Bitte. So, und nun lass uns hineingehen. Dieser Palast gehört dem Retter des Djinn, dem unübertroffenen Kenner der Geographie und anderer Wissenschaften, dem besten Taucher und Schwimmer, dem königlichen und jungen Pionier Volka ibn al-Joscha. Sein Name und der Name seiner glücklichen Eltern seien in alle Ewigkeit gepriesen. Etwas wenig selbstkritisch. Aber das ist nicht das Schlimmste. Das Schild muss geändert werden. Möchtest du es mit Diamanten belegt haben? Es muss heißen, dieser Palast gehört der Stadtbezirksverwaltung. Welcher Stadtbezirksverwaltung? Ganz egal welcher. Am besten unserer Verwaltung. Ich habe nicht die Ehre, Sie zu kennen. Aber ich nehme an, dass Sie ein anständiger Mensch ist. Aber nicht Sie hat mich aus meiner tausendjährigen schrecklichen Haft befreit. Oh nein, nicht die Stadtbezirksverwaltung war es, die mich befreite, sondern du, Volka. Nur dir allein will ich diesen Palast zum Geschenk machen und niemandem sonst. Verstehe doch. Nein, ich verstehe entweder dir oder keinem. Sieh es doch ein. Was soll ich mit so einem Palast? Bin ich etwa eine Dienststelle? Ein Kino oder ein Ferienheim? Ich frage dich jetzt zum letzten Mal. Bist du einverstanden oder nicht? Nicht einverstanden. Ja. Willst du dies auch der Stadtbezirksverwaltung schenken? Du, der wohlhabendste und reichste aller Mittelschüler? Wer soll der reichste sein? Ich? Mein Volka, alles gehört dir. Was alle? Die Elefanten, die Kamele, die Pferde, die Esel und alle Waren, die sie mit sich führen. Auch die Menschen, die sich in diesem gewaltigen Zuge befinden. Alles gehört dir. Aber halt dich lieber fest. Ich bin Sklavenhalter geworden. Was für ein Vogel. Und dazu noch Kamelbesitzer und Elefantenbesitzer. Und der ganze Kram da, die Säcke und Beutel gehören mir auch. Was ist denn in den Beuteln? Die kostbarsten Gewürze, mein Schenja.
Pfeffer, Zimt und Muskat, Ingwer und Vanille. Dann ist alles klar. Was ist klar? Naja, warum alle niesen? Ein Pfeffersack ist aufgegangen. Wir atmen den Pfeffer ein und der krabbelt uns in der Nase. Der Sack soll sich wieder schließen und der Pfeffer, der überall verstreut ist, soll wieder in den Sack zurück. Teurer Volker, Gewürze sind kein Palast. Gewürze können auch nicht nur einer Dienststelle gehören, einem Ferienheim oder einem Kino. Gewürze gehören in jeden Haushalt. Großartig, jetzt habe ich es endlich erraten. Jetzt habe ich erraten, was dich reich und glücklich macht. Was soll ich mit so viel Pfeffer und Vanille? 200 Gramm würde ich ja für mich behalten. Und Genia auch. Aber den Rest müssten wir unter der Bevölkerung verteilen. Nicht verteilen, verkaufen. Da wirst du Geld haben. Viel Geld. Und Geld bedeutet Ruhm und Macht. Geld bedeutet Wohlleben und viele Freunde. Überlege doch mal selbst, Rotavitsch. Wer will gekaufte Freunde und gekauften Ruhm? Nein, damit du es weißt, Spekulant werde ich nie im Leben. Solche Leute haben bei uns ausgespielt. Du, lass mich mal aufsetzen. Aber bedenke doch, das Geld gibt dir Macht, Volker. Macht über alle Menschen, über die ganze Welt. Wozu brauchen wir die denn? Sind wir etwa Kapitalisten oder Könige? Wollt ihr das alles wieder verschenken? Wieder dieser Stadtbezirksverwaltung? Nein, was soll die damit anfangen? Solche Waren übergibt man doch natürlich dem Kaufhaus, nicht wahr? Jawohl, solche Waren gehören in ein Kaufhaus. Das weiß doch jedes Kind. Niemals! Nein, hörst du? Nein, nein und nochmals nein. Weder der Stadtbezirksverwaltung noch dem Kaufhaus noch irgendeinem von deinen anderen Bekannten übergebe ich etwas von diesem Reichtum, damit du es weißt. Verzeih mir, mein Volker. Und den Sklaven die Freiheit. Und die Kamele und die Elefanten in den Tierpark. Ja. Ich gehorche. Aha! An allem ist deine Varvara Stepanovna schuld. Diese Nichtswürdige hat dich gelehrt, meine Geschenke nicht anzunehmen. Das wird noch Folgen für sie haben. Ich werde sie sofort in eine Schule... Rotavitsch, Rotavitsch! Weißt du was, weißt du was? Wollen wir drei heute zusammen in den Zirkus gehen? Wir möchten so gerne. Was meinst du, wie schön es dort ist? Dir wird es bestimmt auch gefallen. Zauber uns doch hin. In den Zirkus? Ist das ein Erholungsheim? Hm? Das ist tausendmal... Millionenmal interessanter. Na, Rotavitsch, bitte tust doch. Nun, was wird hiermit? Du musst alles wieder unsichtbar machen. Ist doch ganz einfach. Ein Kamel könnten wir allerdings gebrauchen. Hm. Oh ja, auf diesem Kamel reiten wir alle drei in den Zirkus. Ja. Sie müssen das rote Licht ebenso beachten wie die Autos. Ich muss Sie aufschreiben. Kommen Sie bitte. Ich verspreche Ihnen, wir tun es nicht wieder. Es war das erste Mal. Bitte lassen Sie uns gehen. Das erste Mal, das behaupten alle, das kennen wir. Wie ist dein Name? Ihr bekommt eine Verwarnung. Kostjukow. Hat ganz und gar nichts zu bedeuten. Er wird gleich so zu ihm sprechen, wie es sich für den Retter des großen Chin geziemt. Wie kannst du es wagen, du nichtswürdiger Wächter? Wie kannst du es wagen, du nichtswürdiger Wächter, uns in den kostbaren Stunden unserer Erholung aufzuhalten und zu belästigen? Nun, klingt das nicht schon viel besser? Das war eine mannhafte und würdevolle Rede. Wisse, ich bin der bemerkenswerteste Jüngling von Moskau. Wisse, ich bin der bemerkenswerteste Jüngling von Moskau. Schon gut, junger Mann. Auch ein bemerkenswerter Jüngling muss die Verkehrsregeln einhalten. Kommen Sie bitte. Freunde, ich bitte Sie, Sie dürfen nicht auf mich hören. Ich bin es gar nicht, der so spricht. Er zwingt mich doch so zu sprechen. Unwürdiger. Zitterung, bring mich nicht aus der Fassung. Unwürdiger.
oder zittere und bringe mich nicht aus der Fassung. Da ich furchtbar bin in meiner Wut, ich schwöre es bei meinem Barte. Da ich furchtbar bin in meiner Wut, ich schwöre es bei meinem Barte, das heißt bei seinem Barte. Ich bitte Sie, merken Sie denn nicht, das Kind hat hohes Fieber. Der Junge glüht ja direkt vor Hitze. Ich bin furchtbar in meiner Wut. Bürger, gehen Sie doch endlich auseinander. Was ist denn da schon Besonderes zu sehen? Ein Junge, der anfängt zu rauchen. Das Kamel soll wieder verschwinden, hörst du? Und wir sollen im Zirkus sein. Und an das, was hier passiert ist, soll sich keiner erinnern. Was ist denn das für ein Auflauf? Mir fällt gerade ein, ich müsste eigentlich nach Hause und für morgen Geografie büffeln. Alle drei müssen wir verschwinden. Hier ist W.S. Verstehst du? W.S. Sieh mal hier, Katharina, jetzt geht es gleich weiter. Chodkiewicz? Hä? Weißt du was, wir gehen jetzt. Heute ist hier nichts los. Ist ja langweilig. Finde ich auch. Langweilig? Im Gegenteil, meine jungen Freunde. Noch nie hatte ich Gelegenheit, so viele prächtige Dinge zu sehen wie in diesem Wunderzelt. Geht nur, geht. Ich möchte noch ein bisschen hierbleiben. Wenn es vorbei ist, komme ich gleich nach Hause. Das kommt nicht in Frage. Wir werden uns niemals von dir trennen. Wäre ja noch schöner. Meine guten Freunde. Hasan Radhavic. Hä? Man muss jede freie Minute ausnutzen, wenn man etwas lernen will. Aha. Mit dem ABC werden wir anfangen. Sieh mal hier das Problem. Versuchen wir es, gestrenger Lehrer. Dies ist der Buchstabe A. Ist das klar? Ist klar, mein Schenja. Was ist das für ein Buchstabe? Der Buchstabe A, Schenja. Stimmt, genau. Und jetzt suche mal in allen Worten den Buchstaben A. Hä? Ja. A. Eis am Stiel. A. Eis am Stiel gefällig. Eis am Stiel gefällig. Chodkiewicz, probier mal. Das schmeckt wirklich gut. Danke. Geben Sie uns zwei. Bitte. Das schmeckt köstlicher als der beste Sherbet. Selbst am Hof des Königs Suleiman ibn Daud gab es keine solchen Leckereien. Wohin eilst du, verehrungswürdigste Schönste aller Jungfrauen? Neige dein halbmondförmiges Antlitz zu uns. Ich nehme alles. So, hier. Das Tablett darf ich mir wohl später abholen. Die größten Wunder der Illusionstechnik. Wunderbar! Du liest ja schon die schwersten Wörter. Ja, mein Lieber, Chodkiewicz ist der klügste Djinn, den es auf der ganzen Welt gibt. Juluba und Vasili am Kapitz. Meine verehrten Lehrer, ich habe das ganze Programm gelesen. Der Illusionist Afanasi Sidorelli. Thank you.
möchte von euch wissen, meine jungen Freunde, was diesen Beifall hervorruft. Dann siehst du das nicht selbst? Aus einer vollkommen leeren Schachtel. Das kann ich nicht länger mit ansehen. So eine Stümperei. Schluss jetzt. Und was soll denn das? Halten Sie an. Was hat euch gefallen? Ich bitte Sie, stören Sie nicht die Vorstellung. Gehen Sie auf Ihren Platz. Aber das ist doch unglaublich. Bitte kommen Sie. Komm, komm, bitte lang, komm, komm. Man führt euch an der Nase herum. Das sind gar keine Zauberkunststücke. Das ist nur Fingerfertigkeit. Das kann doch jeder. Das ist keine richtige Zauberkunst. Was hast du? Du bist ja ganz blass. Wie war es? Besser als Sidorelli? Hä? Und wie war der Beifall? Hä? Aber von dir, mein Volker, habe ich keinen Beifall gehört. Nicht ein einziges Mal. Kannst du sie wohl alle wieder zurückbringen in den Zirkus? Kann ich. Ach, woher? Das ist sogar für ihn zu viel. Entschuldigen Sie, ich bin von der Verwaltung der staatlichen Zirkusse. Ich bitte Sie höflichst, mir sogleich in das Arbeitszimmer des Direktors zu folgen. Wir bieten Ihnen einen Vertrag für eine Tournee durch die gesamte Sowjetunion. Wir erklären uns mit all Ihren Bedingungen einverstanden. Was ist denn? Merken Sie nicht, dass er krank ist? Er hat Fieber. Er muss sofort nach Hause. Ich stelle euch einen Wagen zur Verfügung. Mhm. Er hat sich an dem Eis den Magen verdorben. In einer Stunde fängt das Spiel an. Du denkst an Fußball und er ist so krank. Rotavitsch, was ist denn? Was hast du, Rotavitsch? Der Arme, hoffentlich wird er wieder gesund. Eigentlich meint das doch gut. Und dass er so allerhand anstellt, dafür kann er nichts. Er möchte immer alles besser machen. Wenn er wüsste, wie viel Sorgen wir seinetwegen haben. Ja, und warum ist er so böse auf Varvara Stepanowna? Sie ist zwar streng, aber sehr gerecht. Das muss man zugeben. Wenn wir ihn nur ein bisschen umerziehen könnten, unseren Alten. Tja, viel los ist mit seiner Erziehung nicht. Er ist aber ein guter Mensch. Und hat ein goldenes Herz. Xenia, wenn er nun stirbt... Man muss ihn auf jeden Fall retten. Hörst du? Meine Freunde, ich danke euch.
Meine edlen Freunde. Mach die Augen zu, Rotavitsch. Und versuch zu schlafen. Du musst doch wieder gesund werden. Und wenn man krank ist, braucht man vor allem Ruhe. Ein kranker Mensch schon, Volka. Aber ein kranker Chin braucht das nicht. Wenn man mit einem kranken Chin Mitleid hat, dann wird er auf der Stelle wieder gesund. Aber sagt man, wisst ihr denn das nicht? Aus euren gelehrten Büchern? So. Ja? Und jetzt bin ich wieder ganz gesund. Nun? Weißt du was? Geh doch mit Rotavitsch zum Fußballspiel. Ich muss jetzt endlich Geografie lernen. Na gut. Rotavitsch? Hä? Kommst du mit zum Fußball? Heute ist das Endspiel zwischen Zubilo und Scheiber. Das wird spannend. Was bedeutet das Wort Fußball? Fußball ist das Interessanteste auf der Welt. Interessanter als Zirkus? Mindestens ebenso interessant. Willst du mit? Und Volka? Ich komme vielleicht später nach. Aha. Komm, wir gehen. Meinetwegen. Ah, danke. Wiedersehen. Einen Augenblick, Schenja. Ich habe noch was vergessen. Warte unten auf mich, vor der Tür. Ist gut. Bellst du? Hä? Und wie? Ich belle entsetzlich. Was willst du? Ich habe dich damit bestraft, weil du ein schlechter Freund bist und ein ungezogener Junge. Ich weiß, es war gemein von mir. Ich verspreche dir, mich zu bessern. Denke daran. Jedes Mal, wenn du versuchen wirst, über einen anderen schlecht zu sprechen, ihn zu verpetzen oder über ihn zu klatschen, dann, mein Junge, wirst du nicht sprechen können, sondern bellen. Bellen wie ein Hund. Also sage keine Gemeinheiten. Dann wirst du auch nicht bellen. Verstanden? Ich werde es nie wieder tun. Ehrenwort. Und jetzt sollst du vergessen, dass ich hier gewesen bin. Aber an dein Versprechen, Goga, denke dein ganzes Leben. Jetzt sieht es brenzlig aus für Scheiber. Ach was, das kann sich schnell ändern. Da! Was habe ich gesagt? Von wegen brenzlig. Sag mal, Shenyang, wie ist das eigentlich? Müssen diese jungen Leute die ganze Zeit herumrennen und sich gegenseitig stoßen, nur um einen Augenblick mit diesem einen Ball zu spielen? Hä? Wäre leichter, wenn jeder seinen eigenen Ball hätte. Was für ein Unsinn! Du hast ja überhaupt keine Ahnung von Sport. Ich werde dir mal erklären, worauf es beim Fußball ankommt. Pass auf. Ich verstehe, verstehe. Dann habe ich also Scheiber um ein sicheres Tor gebracht. Hä? Allerdings. Dieses Spiel ist wirklich interessant. Kann man wohl sagen. Und unser verehrter Volka, ist das auch so ein Fußballfreund? Na und ob? Der muss heute aber unbedingt arbeiten. Sein Vergnügen soll er trotzdem haben. Und wenn er heute unbedingt arbeiten muss, dann werde ich das mit Freuden für ihn erledigen.
Herzlich willkommen, herzlich willkommen hier im Stadion, du fleißigster und tüchtigster aller Lernenden. Du kannst dir gar nicht vorstellen, mein Wolter, was ich Scheiber angetan habe. Ich habe sie um ein sicheres Tor gebracht. Schande über mein greises Haupt. Tu mir bitte den Gefallen und vergrößere das Tor von Scheiber, wenn Subilo Sturm im Angriff ist. Was hat denn Scheiber für einen Nutzen davon? Scheiber braucht doch keinen. Subilo wird Nutzen davon haben. Diego! Weißt du, was eben passiert ist? Aber erkläre mich nicht für verrückt. Red schon. Ich habe genau gesehen, dass mein Tor für Scheiber mitgespielt hat. Was? Ganz bestimmt. Die Latte hat sich plötzlich wie auf Kommando hochgehoben und den Ball durchgelassen. Was für Fieber. Oh je, das glaubt mir kein Mensch. Na, was sagst du jetzt? Das sieht wirklich so aus. Aber das glaubt uns bestimmt keiner. Auslachen wird man uns. Du bringst alles durcheinander. Ich habe dich doch extra gebeten, dass du Subilo helfen willst. Ich habe überhaupt nichts durcheinander gebracht, du Stadion meines Herzens. Ich bin auf der Seite von Subilo. Du bist wohl viel Scheiber. Ich gebe es zu. Leider ja. Hey, Tor! Mama! Ich komme! 12:0! Ist das wahr? Wie schön. Au! Oh, entschuldigt. Wohl verrückt. Domino kann sich begraben lassen! Domino kann sich begraben lassen! Sei wirklich ruhig! Ah. 17:0! Was für eine Nichtsmöglichkeit! Sieh mal, was für eine hervorragende Mannschaft du in Verruf bringst. Hä? Subilo ist doch ganz groß im Kommen. Ah, die Mannschaft Subilo begann in bester Form die Spielzeit und hat... Großartig! Ich lese später weiter. Für Fußball, du Torwart meines Herzens. Wähle! Ich höre und erwarte untertänig deine Befehle. Ich will, dass sofort alle wissen, dass die Mannschaft von Subilo schuldlos verloren hat. Dass das dumme Spiel vergessen wird und kein Mensch mehr daran denkt. Ich höre, mein Volka, und gehorche. Achtung, Achtung!
Infolge einer plötzlichen Erkrankung der ganzen Mannschaft von Subilo an Masern hat das Schiedsrichterkollegium das Spiel zwischen Subilo und Scheiber verlegt, bis die Mannschaft von Subilo wieder gesund ist. Die Tore der ersten Halbzeit werden für ungültig erklärt. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Die ganze Zeit habe ich nun versucht, mein Volker, dir Freude zu bereiten. Und mache dir nichts weiter als Kummer und Ärger. Denk doch nur an die Geografieprüfung. Nein, nein, du brauchst es nicht abzustreiten, Volker. Das stimmt nicht, was redest du da? Ich weiß, ich habe dir was Falsches vorgesagt. Und später habe ich... Frau David, hör mal zu. Jetzt wollen wir beide mal wie Männer miteinander reden. Ich bin ganz Ohr, mein Volker. Also folgendes. Mir hängen deine Wunder allmählich schon zum Halse raus. Natürlich bist du ein äußerst mächtiger Chin. Aber von dem heutigen Leben hast du genauso viel Ahnung wie ein Säugling. Siehst du das ein? Leider ja. Ich gebe es zu. Pass auf, bevor du jetzt wieder ein Wunder machst, berate dich erst mit uns. Nun gut, vor jedem Wunder werde ich mich mit dir beraten. Abgemacht. Und wenn du dich für die Prüfung vorzubereiten hast, oder gerade mal abwesend bist, dann mit Shenya. Schwöre es. Großes Pionier-Ehrenwort. Tag. Schön, das ist ja ausgezeichnet. Hä? Endlich habe ich Sie wiedergefunden. Ich bitte Sie flehentlich, mir unverzüglich in den Zirkus zu folgen, um dort Verhandlungen aufzunehmen. Wenn ich nämlich ohne Sie komme, verstehen Sie, wird mir der Direktor den Kopf abreißen. Soll der Direktor es nur wagen, Ihnen den Kopf abzureißen? Einem so würdigen Mann. Dankeschön. Los, schlag ein, Rotavis. Für den Zirkus bist du ein unersetzlicher Mann. Ich höre und gehorche, mein Volker. Vortrefflich. Ich fürchte nur, dass sich meine Arbeit im Zirkus nachteilig auf mein Studium auswirkt. Ach, mach dir keine Sorgen. Du wirst dann eben in deiner Freizeit studieren. Bravissimo, junger Mann. In der Freizeit. Darf ich bitten, kommen Sie. Illusionist Hassan, Abdurrahman, Ibn Khattab. Meines Herzens.
Großartig, was? Meine Entdeckung, der beste Zauberer der Welt. Bravo, Rotary! Alter, geben Sie die Zahl der vollen Jahre und Monate an. 3732 Jahre und 5 Monate. Weise schreibt man aber nicht mit EI, sondern mit AI. Ah, danke. Hasan Khotavich, unterschreiben Sie bitte. Morgen um 4.30 Uhr ist im Clubraum einer Produktionsberatung der Untersektion der Illusionisten und Fakire. Tut mir leid, verehrtester, ich kann nicht. Ich nehme nämlich jeden Tag zwischen 4 und 6 Uhr unter Anleitung meiner gelehrten jungen Freunde das Pensum der Mittelschule durch. Aha. Ganz bemerkenswerte Erfolge habe ich in der Geografie zu verzeichnen. Und mein unübertrefflicher Lehrer, Voltai ibn Aljoscha, bestand gestern seine Geografieprüfung mit ausgezeichnet. Das ist brav von euch Jungs. Khotavich, jetzt müssen wir aber mit dem Unterricht anfangen. Oh ja, es ist ja schon 4 Uhr. Sofort, sofort, sofort. Einen Augenblick noch. Ihr müsst euch noch ein wenig gedulden. Dafür werde ich nachher doppelt fleißig sein. Ich darf unser verehrtes Publikum nicht länger aufhalten. Ich möchte mich von Ihnen verabschieden. Auf Wiedersehen, meine lieben jungen Freunde. Wir werden noch viele schöne Wunder miteinander erleben. Bis dahin, lebt wohl.